Hallo, hallo, noch ein Video von mir. Ich bin Patricia Dender von mywellfeeling.com und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, was, wer du wirklich bist und wo deine wahre Macht und deine Power liegt. Dieses Video heute geht wieder ums Law of Assumption, das Gesetz der Rückschlüsse, das Gesetz der Annahmen im Sinne von, was du glaubst, annimmst, denkst, als wahr erachtest, das kreiert sich in deiner Welt, in deinem Leben, in deiner Realität. Ja, ich habe gestern schon mit der Susi zusammen ein Video dazu gemacht und heute will ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil es ist wahnsinnig wichtig, dass du deine Rückschlüsse und deine Überzeugungen erkennst, so dass du sie verändern kannst. Ja, was sind ganz einfache Rückschlüsse und was sind ganz einfache Überzeugungen? Die zeigen sich überall, zum Beispiel beim Essen. Was ist gut für dich? Was tut dir gut? Es ist völlig egal, was du dafür entscheidest. Wenn du sagst, XY ist gut für dich, dann ist es gut für dich. Hat aber mit mir nichts zu tun. Wenn ganz viele Leute sagen, irgendein Wirkstoff, irgendetwas ist gut oder ist notwendig für den Menschen, dann hat es immer noch nichts mit dir zu tun. Erst dann, wenn du eine Überzeugung teilst, dann hat es Wirkung in deiner Welt und in deiner Realität. Du kannst also glauben und überzeugt sein von was du willst. Es ist immer, immer wahr. Und es ist egal, was es ist. Es ist wirklich egal, was es ist. Wenn du es glaubst, wenn du davon überzeugt bist, dass es so ist, dann ist es wahr. Und diese Dinge, die kennst du, die sind offensichtlich. Was hier wichtig zu beachten ist, welche Überzeugungen teilst du? Sind die gut für dich? Möchtest du diese Überzeugungen teilen? Und wenn du sie nicht teilen möchtest, dann musst du es nicht, sondern du kannst ganz einfach eine andere Überzeugung wählen. Und wo es anfängt, tricky zu werden, also hör dir unbedingt das Video bis zum Ende an, weil ich komme dann noch mit Beispielen aus meinem Leben. Wo es anfängt, tricky zu werden, das ist da, wenn du eben da was laufen hast, von dem du überhaupt nichts weißt. Und diese Sachen manifestieren sich trotzdem. Du siehst sie eigentlich. Du siehst deinen Kontostand, du siehst deine Beziehungen, du spürst dein Lebensgefühl. Du weißt, wie du morgens aufstehst. Du weißt, wie du zur Arbeit gehst. Du weißt, wie du dich in der Arbeit fühlst. All diese Dinge. Aber du weißt nicht, warum du dich so fühlst. Du weißt nicht, auf was für einer Überzeugung diese ganze Geschichte basiert. Weil die sind so verstrickt, dass es super, super schwierig ist, alleine drauf zu kommen. Manchmal, also auch wenn ich jetzt geübt bin, komme ich gut drauf. Aber manchmal ist es wirklich so verschleiert, dass ich jemanden brauche, der weiß, wie er das aufspürt. Und zwar, jetzt komme ich zu diesem Beispiel. Glaube es oder glaube es nicht. Ich hatte ein ganz klares Bild davon, wie eine erfolgreiche Geschäftsfrau aussehen muss. Was sie ausmacht. Und dieses klare Bild habe ich nie erfüllt. Ergo war ich nie eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und dann, was dann noch richtig geil ist, dann siehst du irgendwo einen Bericht, einen Post, lernst jemanden kennen und merkst, wow, diese Person sieht sich selbst als erfolgreiche Geschäftsfrau. Dabei entspricht sie ja gar nicht meinen Vorstellungen, meinen Bedingungen, meinen Überzeugungen, wie eine erfolgreiche Geschäftsfrau aussehen hat. Und das macht mich sackewütend, weil ich denke, wie kann es sein, dass diese Person, die in, also Aussehen, Bildung, Auftreten und so weiter und so fort, nicht meiner Vorstellung einer guten, erfolgreichen Geschäftsfrau entspricht. Wie kann es sein, dass diese Person das schafft? Das macht mich krass wütend. Das macht mich voll krass wütend. Und es ist jetzt so ein Beispiel. Jetzt kommt das Gewitter. Mal schauen, vielleicht gehe ich einen Schritt weiter.
Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was mich so fuchsteufelswild gemacht hat, was mich fast gelähmt gemacht hat, weil ich dann weitere Gedanken und Überzeugungen hatte. Gesagt, was soll ich denn noch machen? Jetzt erfülle ich doch alles und ich bin immer noch keine erfolgreiche Geschäftsfrau. Warum sieht denn keiner, dass ich all die Bedingungen erfülle? Warum kriege ich nicht das Feedback? Warum kriege ich nicht die Resultate? Warum fühle ich mich nicht so? Ja? Und da wurde ich fuchsteufelswild. Und da siehst du, es liegt nur an deinen eigenen Geschichten, an deinen eigenen Überzeugungen, an den eigenen Bedingungen und Zusammenhängen, die du für dich bastelst. Die zählen für sonst keinen. Es ist deine Welt, es ist deine Realität. Jeder kann sich das machen, wie er will. Nur wenn ich natürlich aus meiner Brille, aus meiner Perspektive jemanden sehe, der nichts von dem erfüllt, was ich denke, was erfüllt werden muss, oder dennoch sich gut fühlt, erfolgreich fühlt, das ist krass. Oder oft habe ich Leute gesehen oder Pärchen, die nicht meiner Vorstellung einer glücklichen Beziehung entsprochen haben. Ihr Lebensstil, was sie gemacht haben, wo sie gewohnt haben, was für ein Auto sie gefahren haben und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, boah, das ist doch nicht glücklich. Die können doch nicht glücklich sein. Die können sich doch nicht wohlfühlen. Und dann hast du gesehen, wie die eigentlich ganz frei und unbelastet durchs Leben gelaufen sind. Während ich dachte, ja, wenn ich so endlich meine glückliche Beziehung hätte, dann würde ich frei und unbelastet durchs Leben laufen. Dann wäre das Leben viel schöner, dann wäre ich unterstützt und dann wäre ich geliebt und all das. Aber ja, kann es ja nicht gehen. Wenn ich all diese Bedingungen dran habe, all diese Vorstellungen, und da krass nur eine Möglichkeit, also für meine fünf Sinne im Außen, das muss so sein, das muss so aussehen, das muss so gelebt werden, das muss mit dem Auto gefahren werden, das muss mit der Wohnung, mit der Wohnung gemacht werden. Ja, dann kommt auch wieder Wut, Frust und dann denkst du, Wieso haben die alle so tolle Beziehungen? Wieso sind die alle so verliebt? Und ich, was ist denn an mir immer noch falsch? Und was soll ich denn noch erfüllen? Und die anderen, die erfüllen gar nichts und die haben's. Kennst du das vielleicht, oder? Und das sind Beispiele, Denkbeispiele, die in unserem Köpfelein vorangetrieben werden und immer wieder ihre Kreise, seine Kreise drehen. Und dich zu Frust, Resignation, Wut und schlimmstenfalls in die Depression bringen. Und das ist alles ein riesengroßer, verkackter Bullshit, der irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen in deinem Kopf, in deinem Denken, in deinen Überzeugungen abgelegt worden ist und ja, von dir immer wieder schön aufrechterhalten wird. Und dann fühlst du dich scheiße. Du fühlst dich scheiße, du bist wütend, es klappt nichts. Du gibst dir Mühe, aber es ist immer noch nicht gut genug. Es erfüllt nicht deine Bedingungen, deine Anforderungen, deine Überzeugungen. Und erst dann, wenn du diesen Scheiß loslässt, diese Bedingungen, wie was sein muss, damit es gut ist, in deiner Überzeugung kannst du plötzlich gut sein, kannst du dich plötzlich so lieben und kannst zulassen, dass du so geliebt wirst, so anerkannt wirst, so erfolgreich bist, wie du bist, mit den Dingen, die dir Spaß machen, mit den Sachen, die sich gut anfühlen. Und ja, ich bin ein Coach. Ich finde die Überzeugungen bei dir, die klemmen, die dich behindern und helfe dir, dich selbst davon zu befreien. Und du musst meine Meinung überhaupt nicht teilen. Und ich habe keine einzige Überzeugung über dich, außer die, dass du perfekt bist, dass du wunderbar bist, dass du großartig bist, dass du alles kreierst und dass du in dem eben eine wunderbare Schöpferkreatur bist in Wahrheit. Und das weiß ich so lange für dich mit, bis du es selber auch weißt. Und ja, das ist für mich das wahre Coaching. Ich muss dir nicht mein Mindset überwerfen. Ich werfe dir den göttlichen Mindset über, Divine Mind, der für uns alle
in Wahrheit und in Klarheit, in Liebe und in Fülle, in Zücken, im Wunderbar, in Schönheit da ist und keine einzige Bedingung braucht. Es ist so und Punkt. Und all den anderen Quatsch, der dich einschränkt, der dich unterdrückt, den kannst du in die Tonne schmeißen. Ja, du hast jetzt noch eine wunderbare Möglichkeit, dich anzumelden für die Frau, die alles hat, Experience. 6 Wochen statt 10, weil wir das Programm vorläufig erstmal schließen und neu relaunchen. Und glaube mir, es wird besser. Es wird immer besser. Es wird immer mehr. Es wird immer knackiger. Es wird immer krasser und hochschwingender. Und dementsprechend dieser Energie wird es eben auch immer teurer. Also nutze diese Chance und gib nicht unnötig mehr Geld aus, wenn nur weil du jetzt nicht entscheiden kannst. Aber es ist scheißegal, wann du entscheidest. Es ist eine Entscheidung von einem Moment zum anderen. Es geht nie länger. In einem Moment hast du entschieden. Vorher war es so und dann ist es so. Vorher bist du in die Frau, die alles hat, Experience, nicht gesprungen. Nachher bist du dabei. Egal, ob du es jetzt entscheidest für 2640 Euro oder ob du es dann beim Relaunch für, keine Ahnung, viel, viel mehr Geld auf jeden Fall entscheidest. Es ist, der Prozess ist derselbe. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Ein Moment ist es so, den anderen Moment ist es anders. Und da brauchst du keine Entscheidungszeit, gar nichts, sondern du musst entscheiden und wissen, dass es genau das Richtige für dich ist. Und das Richtige fühlt sich richtig kribbelig, geil, neu, so an. Wie jetzt zum Beispiel im Hintergrund ein Donner und ein bisschen Regen, wo ich jetzt nicht weiß, wann dann letztendlich das Gewitter richtig startet. Genau so fühlt sich das an. Also, meine Lieben, ich freue mich auf alle, die kommen und für sich gehen. Und es hat keine einzige Frau gegeben, die nicht drastische Verbesserungen, Veränderungen, Vertollerungen, Verschönerungen in ihrem Leben kreiert hat. Bis dann!